Ja, hallo liebe Music Store TV Zuschauer. Wir melden uns wieder aus Frankfurt. Wir sind mittlerweile angelangt an dem Stand von DW Drums. Und wir werden heute den Fokus unter anderem auf die Rush Snares legen. Da haben wir ja vier sehr, sehr interessante Produkte. Ich stehe hier mit Bernhard Weidhofer von DW und John Good. Und ja, what can you tell us about the fantastic snare drums? Well, like I said, this is a drum case. It's special for this drum collection, the snare drum collection. Like the first thing I say is don't sit on it. Okay. It's glass. But the first snare drum was done from Neil Peart, who is very popular in the United States. Here, I think he has some degree of popularity. And this is a from the tour of Test for Echo and Vapor Trail. The second one was done for the R30 tour, which was very successful. It's done with holograms of all the pictures of the albums on the outside. Okay. Then we moved on to the what's called the Snakes and Arrows tour. As you can see, he can't use the same one for the next tour. Yeah. Snakes and Arrows is Snakes and Arrows. Yeah. But that's done with gold leaf and black nickel hardware. It's a very special drum. And then the last one is what probably our most favorite, which is the Time Machine snare drum, which is their current touring status. And I think they're here in Frankfurt coming soon. Okay. So this is a collection of all those snares. There's a plaque on the inside of it too that explains everything, signed by Neil, signed by me, and an authenticity certificate, etc. And maybe you can translate a little bit of that. Yes. Also als erstes hat gesagt, bitte nicht reinsteigen, das ist Glas. Wir haben hier eine Sammlung von vier Snare Drums. Von den Touren von Rush der letzten Zeit. Ja. Das erste ist eine Gold Snare, also mit Gold Hardware, Red Sparkle, eine Edge Snare Drum von der ersten Tour mit DW, das erste Set, das John für ihn gebaut hat. Ja. Das zweite ist ein Hologramm auf einer Edge Snare ebenso. Und von der letzten Tour haben wir die Snake. Snakes and Arrows. Snakes and Arrows Snare Drum, dazu hieß die Tour auch, wenn ich das verstanden habe. Ja. Und die aktuelle Tour ist die Time Machine Tour. Wir haben auf der NAMM Show das komplette Kit gezeigt, aber das braucht er gerade und deshalb konnten wir das nicht mitbringen. Dafür haben wir diese schöne Collection einfach mitgebracht. Sehr, sehr schön. Wird natürlich auch in Kürze im Music Store erhältlich sein. Noch eine Frage, ist diese Kollektion limitiert? Ja, die ist absolut limitiert. Die ersten drei Snares wird es nicht mehr geben danach. I think they're hand signed. Oh, first yes. Three. Yeah, yeah, yeah. Die ersten drei sind hand signed. Und die kann man dann nachbestellen. Also die Time Machine, das wird funktionieren, dass wir dann auch eine gewisse Anzahl nachbestellen können. Ja, sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Thank you very much. Thank you for coming. Weitere Informationen zu diesen wunderschönen Snares findet ihr wie immer unter www.musicstore.de.